Jo. Damit seid gegrüßt zu einem Let's Test. Wir spielen heute Espresso Tycoon. Ein Kaffeesimulator. Wir bauen uns einen Coffeeshop auf und ja, bedienen die Leute mit Kaffee. Und na, Espresso wahrscheinlich auch. Ich bin gespannt. Das sah schon ganz lustig aus. Auf Steam. Freispiel ist in der Demo wahrscheinlich noch nicht, ja, ist nur in der Demo noch nicht verfügbar. Deswegen probieren wir mal die Kampagne aus. Auf geht's. Nimm meinen Kaffeewagen. Du hast einen Wettbewerb mit dem Titel Ich habe genug von der Arbeit in einem Unternehmen gewonnen. Und der Hauptpreis ist die Möglichkeit, ein Praktikum in Cafés auf der ganzen Welt zu machen. Deine Reise beginnt in Kapstadt, Südafrika, wo du das Innenleben eines kleinen Kaffeewagens kennenlernst und es dir gleichzeitig wertvolle Geschäftskenntnisse aneignest. You've won a contest titled I've Had Enough of Corporate Work, and the grand prize is an opportunity to intern at cafes all around the globe. Your journey begins in Cape Town, South Africa, where you'll get to learn the ins and outs of running a small coffee truck while gaining valuable business skills. Hier nochmal auf Englisch. Das war Englisch. Lästige Kunden werden angelockt. Na, großartig. Mission starten. Zwischen sie ganz überspringen. Wo sind wir denn hier? Mach weg. Weg den Balken. Oh, you must be the winner of the contest. Oh, nice to meet you. Kim. My name is Kim, okay. And I'm here to help guide you during your coffee journey. Du musst der Gewinner des Wettbewerbs sein. Together, starting here, in a beautiful schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Do you Kim see this coffee und ich bin hier, um Let's start dich with creating auf a brand. Deine Kaffeereise zu begleiten. Wir werden gemeinsam um die Welt reisen und fangen hier an in einem wunderschönen Park in Kapstadt. Siehst du diesen bescheidenen Kaffeewagen dort? Dann beginnen wir damit eine Marke für ihn zu schaffen. Können wir irgendwie, so schön das auch ist, Sprache Deutsch, Aufziehermaske, E-Sounds, dass ihre ihr Sprech. Okay, kreiere deine eigene Marke. Logo. Na toll. So funktioniert Logo Design aber nicht. Die Dollarmarke. Ja, wir nehmen das, ich glaube, wir nehmen das Look. Das ist das atomverseuchte Zeichen. Das ist genau das richtige. Maske. Und Herz. Flugzeug, Rakete, Musik. Was können wir denn passendes nehmen? Und da einmal rum. Ein Däumchen nach oben. Was machen wir? Herzchen. Ich finde das Atomsymbol finde ich gut. Das nehmen wir. Hier. Und wir nennen
Nuke. Kreativität. Oh, hier können wir den, den Waren noch Geld machen. Wie eine Mülltonne. Nuklear. Oh. Okay, weißt du, Chino passt nicht. Das ist wahrscheinlich falsch geschrieben sogar. Ich mit Doppel-C geschrieben. Will ich jetzt nicht blamieren. Doppel-C und dann INU. Dann wäre natürlich lustig, wenn wir es falsch geschrieben hätten. Noch authentischer. Yep, Cappuccino wird mit CCINO geschrieben. Nucleavuccino. Genau so machen wir das. Dass die Zeichen hier nicht übernommen werden, ist ein bisschen blöd. Schriftart. Oh, Typewriter. Pixel. Irgendwas, was nach nuklearer Mülltonne aussieht. Garantiert nicht gesundheitsschädigend. Genau das. Es hat fast was von Achtung. Und drauf geschmiert. Irgendwas, was so wie eine Gravuren fast draußen aussieht. Na. Was sagt da am besten? Achtung, Atommüll. Das ist nicht schlecht. Das nehme ich. Wow, what a brand. I bet your place will attract customers like bees to honey or like pigeons okay, to Stimmen coffee. Können wir nicht leiser machen. Wait, what's going on? Wow, was für eine tolle Marke. Ich wette, dein Laden wird Kunden mit Bienen zu Honig anziehen. Oder wie Tauben zu Kaffee. Moment, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was ich da umgestellt habe, aber machen wir das mal wieder. Von den ersten Kunden oder was? Oh, ne, eine Taube. Ja, genau. Das passiert, wenn man von unserem Kaffee trinkt. Genau I've seen many weird things in my career, but a caffeinated pigeon is definitely something new. In any case, let's learn how to navigate the scene. By the way, if you ever need help with any task, just click the Show Me How button for more detailed instructions. Nuclear Ruccino wird ein Erfolg. Da bin ich mir sicher. Ich habe in meiner Laufbahn schon viele seltsame Dinge gesehen, aber eine koffeinhaltige Taube ist definitiv etwas Neues. Eine radioaktiv verseuchte Taube, meinst du?
Wie dem auch sei, lasst uns lernen, wie man sich in der Szene zurechtfindet. Übrigens, wenn du mal Hilfe bei einer Aufgabe brauchst, klick einfach auf die Taste, wie funktioniert, um genauere Anweisungen zu erhalten. Das wird wahrscheinlich selten so kommen. Okay, Bewegung per Tastatur. Bewegen per Maus. Kamera drehen. Ja, wird schon. Was ran? So, warum sollte man Hundekacker? Okay, Spieß wird. Okay, so zoomen wir ran. Verstehe. Pretty easy, right? But that's not all. In our world, you can fly around freely like a pigeon. You can switch from strategic to pigeon or cinematic camera mode to see the world from different angles. Try it now. Ziemlich einfach, oder? Aber das ist noch nicht alles. In unserer Welt kannst du frei wie ein Taube umherfliegen. Du kannst vom strategischen zum Tauben einem Kameramodus wechseln und die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Probiere es doch gleich einmal aus. Wechseln den Kinomodus. Tab müssen wir klicken. Now that you know how to move the camera, let's get to work. First, we need to buy some chairs and tables so people can sit down and relax. We should also consider adding some additional lighting, just in case someone is sipping on coffee all evening long. Da kriegen wir noch mehr Atom. Kriegen wir vielleicht ein paar Atomfässer, die wir auch hinstellen können als Tische. Jetzt, wo du weißt, wie man die Kamera bewegt, können wir uns an die Arbeit machen. Ich mach's einfach nur, weil es geht. Das ist cool, was einfach möglich ist. Zuerst müssen wir ein paar Stühle oder Tische kaufen, damit die Leute sich hinsetzen und entspannen können. Wir sollten auch über eine zusätzliche Beleuchtung nachdenken. Nur für den Fall, dass jemand den ganzen Abend lang an einem Kaffee stirbt. Okay, Seeds. Oh, okay, gibt's eine ganze Auswahl. Und wo sind die Sitze? Günstiger Stuhl, weißer Stuhl, Liegestuhl rot, popofreundlicher Barock aus Holz. Rockstuhl, moderner flacher Stuhl, Außenbrech schwarz, Außenbrech elegant, romantischer Stuhl. Kaufen wir erstmal die hier. Wo willst du den Stuhl kaufen uns da? Schön weiß. Ach. Wo stellen wir den dann hin? Hier zum Beispiel. Den mal drehen. Kommt dann wahrscheinlich noch ein Tisch dazwischen. Nur Tisch. Schade, dass wir kein Atomfass hier hinlegen können. Genau so. Zwei Tische. Hier noch ein, und natürlich 102 Stühle dafür. Dein Gut.
Lampen brauchen wir dann auch noch. Moderne Stehleuchter. Okay. Sieht alles kriminell aus. Oh ja. Gar nicht verdächtige große Leuchter. Und Krummlaterne. Das wäre auch mal passend. Das finde ich halt einfach. Das finde ich merkwürdig. Eine Krummlaterne finde ich passender. Da sitzt kaum mehr Tisch auf dem. Kaum mehr Platz auf dem Tisch. Nice work. The park is looking empty. Gut, aber der Park sieht leer aus. Ich meine, gemütlich. Du bist fast bereit, Geld zu verdienen. Aber wir müssen noch einen Kunden. Ich kann nicht lesen. Eine Menükarte erstellen, so die Kunden bestellen können. Ja, gleich, aber ich brauche noch eine Lampe. Eine zweite Lampe brauche ich noch da drüben. Ich habe zwar keine Idee, wo die essen sollen, aber. Okay, die sind sehr weit auseinander. Wo die noch verrücken? Mal schön nah ranstellen hier. Fühl mir jetzt erst auf. So wird's gehen. Snacks können wir noch nicht nehmen. Ein Menü. Espresso und Americano. Bearbeiten können wir noch nicht. Hier können wir einen Namen geben. Schade, dass wir dem keinen Namen geben. Anyway, to help you out, I've already hired a barista and stocked up on the basic supplies that you'll need to start serving coffee. You're all set to go. Now it's time to see how your first customer buys a coffee. Was für eine vielfältige Menükarte. Mit zwei Sachen drauf. Um dir zu helfen, habe ich bereits einen Barista eingestellt und die Grundausstattung gesorgt, die du für den Kaffeeausschank brauchst. Du bist startklar. Jetzt ist es an der Zeit zu beobachten, wenn ein erster Kunde einen Kaffee kauft und nuklear verseucht wird. Ah, er leuchtet ja schon. Ist ja genau richtig. Congratulations on your first sale. While you first may not be rich just yet, with a few more million sales, you'll be well on your way. Let's take a closer look at that customer now. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Verkauf. Vielleicht bist du noch nicht reich, aber mit ein paar weiteren Millionen Verkäufen bist du auf einem guten Weg. Schauen wir uns diese Kunden genauer an. Ja. Klicke auf den Kunden, das zu öffnen. Ja. Lässig. Nimm es locker, einen Tag nach dem anderen. Schiebe Verantwortlichkeiten auf, die unbedingt erledigt werden müssen. BeanTalk und Beanstagram sind das Periskop des Lebens. Und große Güte. Meet Johnny Doe, a casual. It's good to know your customers. Fortunately, equipped with an amazing mind-reading device, you can see what your customers really think about their experience. Each review affects your rating points. So, pay attention. Can you see his review of the coffee price? Darf ich vorstellen, Johnny Doe.
ein einfacher Kunde. Es ist gut, seinen Kunden zu kennen. Zum Glück kannst du mit einem erstaunlichen Gedankenlesegerät sehen, was deine Kunden wirklich über ihre Erfahrung denken. Jede Bewertung wirkt sich auf deine Bewertungspunkte aus. Also pass gut auf, kannst du seine Bewertung der Kaffeepreise sehen? Ja, hier, positiv. Der Preis von Americano ist sehr günstig. Ja, ich meine Zufriedenheit ist zufrieden. Okay. When you see your customers are happy about the affordable price of coffee, you may consider increasing it a bit to earn more money. Let's try that now. Wenn du siehst, dass ein Kunde mit dem günstigen Kaffeepreis zufrieden sind, kannst du in Zukunft den Preis ein wenig erhöhen, um mehr Geld zu verdienen. Das sollten wir gleich einmal ausprobieren. Genauso macht man das. Umbenennen kann man den nicht in Americano. So, Americano-Kaffee für 5 Dollar. Finde ich das angemessen. Umbenennen können wir den nicht. Schade. Nespresso ist ja ein kleiner, den gibt es für 3,50. Das ist, ich denke, das ist ein fairer Preis. As you can see, analyzing reviews from your customers can give you valuable insights into how to grow your business. But don't forget about the other customers. Click on the highlighted one. Wie du sehen kannst, gibt dir die Analyse von Kundenbewertungen wertvolle Hinweise darauf, wie du dein Geschäft ausbauen kannst. Denk auch daran, die anderen Kunden. Klick auf den markierten Eintrag. Hipster. Das sieht aber irgendwie nicht aus. Immer auf der Jagd nach dem nächsten kunstvoll hergestellten organischen, cruelty-free, fairtrade-ethischen lokalen Kaffee. This is Marco Polo, a hipster. As you can see, he likes coffee to go, but you don't have any takeaway cups. Das ist Marco Polo, wer sonst? Ein Hipster. Wie du dir denken kannst, mag er Kaffee zum Mitnehmen. Aber du hast keine Becher zum Mitnehmen. Das ist skandalös. Neutral. Ich würde einen Kaffee zum Mitnehmen bestellen, aber sie haben keine Becher zum Mitnehmen. Oh je. Dann müssen wir uns. It's a good opportunity to learn how to order supplies. Let's make your customer happy and order some takeaway cups for him. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu lernen, wie man Waren bestellt. Machen wir deine Kunden glücklich und bestellen einen Becher zum Mitnehmen. Selbstverständlich aus purem Plastik. Aha. Hier oben machen wir das. Einwegartikel. Simple Tassen, kleiner wie du. Becher zum Mitnehmen, gibt's hier aber nicht. Okay. Koffeintasse. Ach so, hier sollen wir bestellen. Bestellen wir erstmal zwei, falls es falsch ist. The
supplies are on their way. Just wait a bit. In the 21st century, drones can deliver your order. In our world, people are okay with drone delivery. It's a normal part of our mundane life. Die Lieferung ist unterwegs. Warte einfach ein bisschen. Im 21. Jahrhundert können Drohnen deine Bestellung ausliefern. In unserer Welt haben die Menschen kein Problem mit der Lieferung durch Drohnen. Sie ist ein normaler Teil unseres alltäglichen Lebens. Aha. Die Drohne. Muss auch schon nach der Drohne halten. Und annehmen, sobald sie kommt. Ach so, da drüben. Gibt's Coffee to go. You're learning very fast. You've analyzed customer reviews and taken action to improve your profits and customer experience. That's how you build a successful business. There's one more customer waiting. Let's take care of her too. Du lernst sehr schnell. Du hast Kundenbewertungen analysiert und Maßnahmen ergriffen, um deine Gewinne und dein Kundenverhalten zu verbessern. So baut man ein erfolgreiches Unternehmen auf. Es wartet noch ein Kunde. Kümmern wir uns auch um ihn. Okay, aber können wir erstmal noch ein bisschen dekorieren. Die Pflanzen würden die ganz gut dazu. Stachelpflanze. Ist die zu klein? Irgendwas Gigantisches. Das kann ich noch nicht. Ein Napf. Können wir auch nichts. Fußböden. Pflanze können wir hier hinstellen. Das ist schön auffällig. So, ein Tonnenmuster. Also hier muss auch noch eine hin. Egal, machen wir später. Student. Die Nächte durchmachen, als wäre es ein Nebenjob. Sich von Rahmen und Koffein zu ernähren und versuchen zwischen den Vorlesungen den Sinn des Lebens zu finden. Meet Dana Mulder, a student. It looks like she really likes your decoration. I'm not surprised at all. You've already met three different social groups. In future missions, you'll meet even more. Remember, each social group has different expectations. Das ist Dana Mulder, eine Studentin. Es scheint so, Es sieht so aus, als würde sie deine Dekoration wirklich mögen. Das wundert mich überhaupt nicht. Du hast bereits drei verschiedene soziale Gruppen kennengelernt. In zukünftigen Missionen wirst du noch mehr kennenlernen. Vergiss nicht, dass jede soziale Gruppe andere Erwartungen hat. Positiv, ich liebe den Stil dieses Ortes. Die Kundenfenster schließen, klick mal wieder drauf. Wenn du an den Platz heranzoomst, an dem die Studentin saß, wirst du feststellen, dass sie einige Abfälle zugegessen hat. Also das passiert, ne, manchmal. Manche Kunden sind ein bisschen unordentlich. Wir sollten es aufräumen, damit sich der nächste Kunde nicht beschwert. Aber erstmal muss ich hier noch eine große Pflanze hinstellen. That looks much better. Just a heads up. Sometimes you might need to focus on a task. Das sieht viel besser aus. Nur ein kleiner Hinweis. Manchmal muss man sich auf eine Aufgabe konzentrieren. Aber um eine herum ist eine Menge los. In solchen Situationen kannst du das Spiel jederzeit unterbrechen und dir Zeit lassen. Versuch jetzt das Spiel anzuhalten und fortzusetzen. Ja, hier kenne ich doch. Das übliche Ding. Müssen beschwindigen.
Ein bisschen vorspulen. Hier kommt keine mehr. Now you know how to manipulate time. You're almost ready to go, but remember that some customers come with. Jetzt weißt du, wie die Zeit, wie du die Zeit manipulieren kannst. Du kannst gleich loslegen, aber denk daran, dass manche Kunden mit ihren Haustieren kommen. Es wäre schön, ihnen etwas Wasser zu geben, während ihre Besitzer eine Tasse Kaffee genießen. Sollten wir gleich in die Tat umsetzen. Weiß ich schon wie. Sonstiges. Schick Hunde auf Blau, Hunde auf Rot, Hunde Napf. Können wir auch bestimmt noch drehen. X-Musterkugel. Topfblumen ist auch witzig klein. Noch gelbes Fahrrad. Ein schwarzes Fahrrad. Das müssen wir irgendwie am Zaun abstellen. In der Parkbank, genau so. Sehr schön. Kugelförmiges Ringmuster. Da ist kein Platz mehr auf dem Tisch, aber was soll es. Sieht ein bisschen atomar aus. Kaffee, ein bisschen Schmuck und Ballons. Gibt es hier irgendwo einen Gulli? Den gibt es nicht. Was ist das? Serviettenhalter? Nein, gibt es hier nicht. Und sonst Style Points. Die 20 Würfel. Ja, das muss ich abgelegt werden. Auf den Tischen. Ich habe kein Geld mehr. Schade. Kaffeetassenturm. Kann der dorthin? Kann es jeder mitnehmen. Was haben wir hier noch? Kein Geld haben wir. Wo ist eigentlich unser Geld, was wir haben? Für den Ballon reicht es noch. Können wir den so merkwürdig abseits hinstellen? Hier so. Der rote Ballon hier am Ende. Aber zwei Hundenäpfe. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Und nun können wir das wieder verkaufen. Das ist natürlich blöd. Wird hier schön dekorieren. Gut, dann ist noch ein zweiter Hundenapf. Schön nebeneinander.
Zugänger rotieren. Missionen gegenseitig betteln. Okay. Ah, so many happy dog tails. My boss, so viele glückliche Hundeschwänze. Mein Chef, Herr, ich hasse ihn, sagt mir, dass ich jetzt woanders gebraucht werde. Ich bin zuversichtlich, dass du die Mission auch alleine bewältigen kannst. Im Missionsfenster kannst du deine Ziele und Fortschritte sehen. Wir werden uns bald wiedersehen, das verspreche ich. Ein kleiner Tipp, sieh nach, ob du noch Kaffeebohnen hast. Mission. Ich kaufe 5 Kaffees. 2 von 5. Finanzen sehen schlecht aus. Zutaten. Muhu. Aus irgendeinem Grund haben wir Eiscreme. Bestellvorschläge. In 3 Stunden. Okay, das will ich haben. Wir brauchen geht. Noch ein Espresso und das Tor. In schwere Zeiten. Was no? Bewertung steigt nicht. Schau ins Fenster Kunden, um zu sehen, warum. Okay. Sie haben Americano im Menü, können ihn aber nicht zubereiten. Ist das ein Scherz? Nee, sie haben Espresso im Menü, aber können ihn aber nicht zubereiten. Ist das ein Scherz? Okay, wir haben scheinbar keine Vorräte. Okay, woran liegt's? Reiner Espresso. Wollen wir den bestellen? Wir brauchen reinen Espresso. Stillstand Bewertung. Was denn, Mann? Kunden. Wir können es nicht zubewerten. Okay, das ist. Ich bin wohl noch schlecht hier drin. Müssen Kaffeebohnen bestellen. Können wir es nicht leisten. Ein bisschen schneller vorspulen. Preise zu hoch. Das ist es. Nein. Erzähl sowas nicht. Gut, wer ist denn? Bin mal so gnädig und geh mal runter auf 4,50 Euro für einen Amerikaner und 3,50 für einen Preis 5 Euro Erhöhung. Ja. Bin mal ein bisschen runtergegangen. Bin mal so gut. Ah, da kommt die Bestellung. Ein Preis von Americano. Es ist nix. Nix wollte ich hier. Ein 3,50 am Ende. Das wird doch mal gehen, oder? Mal den Espresso runter auf 2,50. So in Ordnung. Espresso.
Positiv Preis von Espresso ist sehr günstig. Es ist. Ah, doch. Ich glaube, wir müssen mal wieder Vorräte, Kaffeebohnen. Das Presse brauchen wir auch. Okay, wir kriegen Geld, das ist gut. Das ist ein neuer Kunde. Neutral, der Preis von Espresso ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es noch zu versuchen. Okay, das können wir so lassen. Das ist also richtig. Keine Bewertung. Engelschöre. Gut gemacht. Als Geschäftsmann hast du einen kleinen Schritt gemacht. Als Praktikant jedoch einen Riesensprung. Im Kaffeewagen Nucleoncino in Kapstadt ist ein Ort, an dem sich die Leute wohlfühlen, leckeren Kaffee trinken und Spaß mit ihren pelzigen Freunden haben. Als Belohnung für deine harte Arbeit freuen wir uns, eine weitere Funktion für dich freizuschalten. Kaffee-Editor. Du findest sie im Menü unten links. Sei kreativ und lass dir einzigartige Kaffeerezepte einfallen. Oh Gott, ich werde deine Kunden vergiften. Das ist ja das Ziel. Denn es kommt eine herausfordernde Kampagne der Vollversion. Um das Ganze abzurunden, haben wir 2000 Dollar auf dein Bankkonto eingezahlt, damit du den Park so dekorieren kannst, wie du willst. Wir sehen uns bald wieder. Yay. Mission abgeschlossen. Ist schon auf das Team. Wunschliste. Volle Kampagne. Also, 1 von 6 Sandbox freies Spiel. Stell dein eigenes Missionsszenario, verfüge über unbegrenztes Geld, dekoriere das Kaffee ohne Grenze, lehne dich zurück und entspanne dich und hab Spaß mit deinem Kaffee. 2 von 6 volle Kampagne. Erschaffe unvergessliche Kaffees auf der ganzen Welt. Erlebe das Klima von 10 handgefertigten Orten und löse herausfordernde Missionsziele. 3 von 6 mehr Mechanik. Bilde Baristas aus. Das bildet sich aber nicht sehr vielversprechend aus. Und stelle Reinigungskräfte ein. Handwerker und Sicherheitsleute. Erforsche neue Zutaten und Dekorationsgegenstände. Führe Marketingkampagnen durch. Verkaufe Snacks. Verbessere deine Kaffeemaschinen. Und vieles, vieles mehr. 4 von 6 neue Dekorationsartikel. Verwende mehr als 1000 Dekorationsartikel von winzigen Kerzen über Stühle, Tische und Gemälde bis hin zu ganzen Wänden und Böden. Kreiere das Design deiner Träume für dein Kaffee. 5 von 6 vollständige Kaffee-Editor. Erstelle tolle Kaffeerezepte mit vielen neuen Zutaten wie Sirup, Honig oder gecrushtes Eis. Dekoriere deinen Kaffee mit Latte Art. Und Toppings. Lounge-Rabatt. Lade deine Freunde ein, Espresso-Tycoon auf Steam zu folgen und auf die Wunschliste zu setzen, um Lounge-Rabatt zu erhöhen. Lass uns gemeinsam tun. Das müssen wir doch machen. Und nicht. Ein Americano wird bestellt. Und Kaffee-Editor, den müssen wir noch austesten. Okay, wir machen das. Tastenwahl. Der Groß, das ist die richtige Sorte. Das ist genau das hier. Nimm deinen Kaffee.
Okay. New Quest, was kommt da rein? Als Basis. Heißes Wasser. Nee, warte, kaltes Wasser muss rein. Ne, zurück. Neue Kaffee erstellen. So. Einen großen Pott. Es wird sich hier wieder beschwert. So kaltes Wasser braucht's. Heiße Milch dazu. Heiße Sojamilch. Und ein bisschen Mayonnaise, denke ich. Genau so. Da muss mehr Mayonnaise drauf. Ein bisschen weniger heiße Sojamilch. Ein bisschen mehr kaltes Wasser. Ja, ich denke, so geht das. Das können wir noch anbieten. Du kannst Müll von diesem Kaffee zubereiten. Okay. Müssen wir Sojamilch kaufen oder was? Stillstand Bewertung. Das ist jetzt ein Sachermarkt. Müssen wir mal kaufen. Sojamilch. Bestellung. Machen wir mal 3. Sofort bitte. Was brauchen wir noch für den... Mayonnaise brauchen wir. Mayonnaise. Das ist die billigste hier, die billigste. Dann nehmen wir davon 5. Okay, New Quest kommt hier mit dazu. Ja, kann ein bisschen billiger gemacht werden. Ich meine, ist ja nur. Okay, hier wird ein bisschen aufgeräumt werden. Hier sehe ich nichts. Hier wird der Müll produziert. Okay, läuft also wieder. Können wir gleich noch einen weiteren Kaffee erstellen. Wessen damit? Wie nennen wir den? Hier wird bestellt. Amerikaner wird da bestellt, wie ich sehe. Nehmen wir den Super-GAU. Super-GAU ist Espresso. Mit heißem Wasser und Espresso. Dann finde ich ein bisschen Mayonnaise dazwischen. Dann brauchen wir doch ein bisschen Milch rein. Aufgeschäumte Milch kommt damit noch rein. Ein bisschen Espresso.
Ein Stück Erdbeereis. Dann noch was Mayonnaise drauf. Und ein bisschen kalte Sojamilch passt noch hin. Genauso machen wir das. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen. Müssen wir erstmal Eis kaufen. Erdbeereis, das billigste natürlich nur. Meine Kunden nur das billigste. Da können wir den Super-GAU auf die Liste stellen. Großartig. Nichts zu bestellen. Studenten haben nichts zu bestellen. Okay. Kaffeeschichten. Okay. Macht man einen Drink für Studenten. So. Geschmacksexplosion. Mhm. Da gibt's Kaffee, Eis. Und Sojamilch. Okay. Und für die Geschmacksexplosion brauchen wir noch Erdnuss-Eiscreme. Eiscreme. Erdnuss-Eiscreme, ja. So, Geschmacksexplosion auf die Liste. So, jetzt haben wir doch schon ein tolles Menü. Wie viel wir da in der Vollversion machen können. Da bin ich mal gespannt. Weil es vielleicht auch ein bisschen ernster angehen, aber nur ein bisschen. Eventuell auch nur. Super-GAU, ah, okay. Der Hipster wird Super-GAU. Der Preis von Super-GAU ist sehr günstig. Ja, können wir den Preis von Super-GAU vielleicht ein bisschen erhöhen. Können wir die Nuclear Waste noch ein bisschen runter machen? Hm? So hier. Geschmacksexplosion. Wird da bestellt. Der Preis von Geschmacksexplosion ist ein bisschen zu hoch, aber ich habe beschlossen, ihn doch zu versuchen. So muss das. Schließlich entschied ich mich, Geschmacksexplosion zu bestellen, obwohl es nicht mein Lieblingskaffee ist. Da geht's los. Die schöne Statue hier. Wir können mal ein bisschen dekorieren hier. Wir müssen noch Geld haben. Mhm. Das kann man irgendwo hinstellen. Milchkarton. Mal einfach hier auf den Tisch platzieren. Jetzt können wir hier auf dem Tisch platzieren. Da passt das hin. Schön billig hier. Ah, Vintage-Teppich. Zeitung, die irgendwo liegt.
Ich finde, das passt so schräg hier hingelegt. Das ist eine billige Liege, können wir hier noch irgendwo hinstellen. Dass die Leute hier entspannen können. Können wir nicht niemanden herstellen? Genau so. Mach so wirklich die Lampe hier hin. Einige Sitzplätze sind so weit vom Tisch entfernt. Soll hier auch kein Tisch dort sein? Obwohl, wir hier ein paar Tische hinstellen. Und zwar ein Rot. Nee, gäbe, so muss das. Kann man gemeinsam essen? So, sehr schön, klingt da im Liegen. Was willst denn du hier? Tisch fehlt, ich hab doch den Tisch hingelegt. Ist doch. Okay, wie verkauft sich mein Menü? Noch haben wir Kunden. Neutral, der Preis von SuperGAU ist ein bisschen zu hoch, aber ich beschlossen ist. Ja, okay. Dann nehmen wir das. Geschmacksexplosion. Hier die Kaffeebecher und die Milch. Falls man noch ein bisschen, falls man sich dann umschütten will, zu mitnehmen. Ja, das ist doch das, was man für den Kunden sehen will. Also hier. Preis zwar zu hoch, aber ich nehme es trotzdem. Genau, das ist ja das, wo es hinausgeht. Können wir hier mal gucken. Ah, da ist schon jemand bei den seltsamen Lampen. Oh, Steine. Wunderhübsch. Da besteht jemand in SuperGAU. Na schön, hier mal ein bisschen Übersicht aus dem Busch. Wir sitzen, wir hocken hier im Busch und schauen mal ein bisschen zu. Genau so muss das. Buschperspektive. Nicht sehen. Beobachte die ganz unauffällig. Okay. Mit der Foto. Mehr Geld. Preis und Geschmacksexplosion. Da müssen wir den noch ein bisschen runterdrehen.
nicht viel, aber Studenten haben nichts zu bestellen, ist wieder die Vorräte alle gekommen. Ein bisschen Sojamilch. Die Suppe wird hier auch nicht bestellt. Ich weiß nicht, wofür wir diese Hunde-Dingens bestellt haben. Oh, bunte Häuser dort drüben. Ich habe noch keinen Hund hier gesehen. Oh je. Gleich verschüttet. Da ist noch jemand. So, jetzt wo die halbe Stadt verseucht ist, dass da da läuft es großartig. Ja, jetzt kommen die Leute. Kommen und kommen und kommen. Es läuft. Da hinten läuft es auch. Am Putz mal ein bisschen Müll wegräumen. Da wird dann die Salzmine gekarrt. Super GAU zum Mitnehmen, das ist das Motto des Tages. Das kommt in den Titel. Super GAU zum Mitnehmen. Ja. Wen haben wir denn hier? Neutral. Der Preis ist genauso. Er ist zufrieden. Und Hundchen dort im Hintergrund. Er ist die Steuerung hier. Das muss noch ein bisschen. Ja. Ist out of das out of order. Finde ich auch großartig. Das ist doch ein hübsches Bild. Ja, ich glaube, da haben wir die Demo zu genügend durchgespielt, bevor es wieder grauenhaft wird. Bevor es sehr schlecht wird. Würde ich mal sagen, gehen wir zum Menü zurück. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen bei Espresso Tycoon. Hat meinen nuklearen Kaffeestand sehen können. Ja, glaube ich, darüber soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, wir sehen uns bei einem weiteren Let's Test oder bei einem anderen Video auf diesem Kanal wieder. Ja, bis dahin, habt einen angenehmen Tag. Trinkt nicht zu viel verseuchten Kaffee. Nur normalen Kaffee. Kein von Yokochino. Bis dahin. Haut drinne. Ciao.